Hallo, wir melden uns heute von der Römerstaffel in Bad Cannstatt und mein Gesprächsgast heute ist Elena Handrak, Studentin und Influencerin. Gleich geht's los. Ja, guten Morgen, liebe Elena, schön, dass du heute dabei bist. Du studierst Jura und du hast einen ganz spannenden Studienverlauf hinter dir. Vielleicht sagst du einfach kurz, wo du bisher schon studiert hast und was du gerade machst. Ja, also ich studiere Jura in Cambridge und ich habe mein zweites Jahr dort fertig. Es ist insgesamt 3 Jahre dort und ich habe jetzt gerade ein Auslandsjahr an der Uni Regensburg gemacht. Ja, das ist eigentlich witzig. Du bist ja nun Deutsche aus Stuttgart und studierst, machst ein Auslandssemester in Regensburg. Cambridge, verbindet man ja ganz viele Bilder damit. Was ist in Cambridge anders als an einer deutschen Hochschule? Also einerseits sieht es natürlich aus wie Hogwarts, was schon ziemlich cool ist. Und was mir halt sehr aufgefallen ist im Vergleich jetzt hier mit meinem Auslandsjahr in Regensburg, ist, dass man sehr viel mehr Kontakt mit den Professoren hat, sehr viel direkten Kontakt, weil wir ein Supervision-System haben. Was bedeutet, dass man zu allen Vorlesungen alle 14 Tage eine Stunde hat, wo man mit einem Professor meistens zu zweit oder zu dritt über halt die Themen von der Vorlesung spricht und dadurch hat man halt die Möglichkeit, nochmal viel mehr Fragen zu stellen. Also liegt es nicht nur an Corona, weil es war ja so ein Corona-Jahr jetzt in Regensburg, sondern es sind wirklich auch grundsätzlich andere Studienbedingungen sozusagen. Ja, es ist halt einfach ein anderes System, wo halt sehr viel darauf gesetzt wird, dass man eben diese Supervisions hat, die auch einen sehr, sehr großen Teil ausmachen von der Arbeit. Und zumindest in meiner Erfahrung jetzt hier in meiner deutschen Uni war es jetzt eher so, dass wir eben die Vorlesung hatten und dazu vielleicht noch ein Seminar. Aber da sind dann halt eher so 20 bis 25 Studenten und man ist nicht nur zu zweit oder zu dritt mit einem Lehrer. Und dann natürlich Leben auf dem Campus, nehme ich an. Also man wohnt auch dort. Was macht das aus? Ja, es ist halt so, also ich habe es jetzt mit Corona gemerkt, dass man da halt auf einmal nur noch zu Hause war. Und es ist natürlich dann schon schwerer, Freunde zu finden. Mhm. Und wenn man halt alle zusammen auf dem Campus lebt, finde ich, ist es halt so, egal mit wem man am Ende dann in einem Zimmer wohnt, man hat schon mal so eine erste Freundin. Und man lernt eben auch Leute aus den anderen Studiengängen kennen und das passiert eben nicht so wirklich beim Online-Unterricht. Wie perfekt muss das Englisch sein, wenn man nach Cambridge geht? Also ich würde sagen, man muss es schon fließend sprechen können, aber man sollte sich keine Sorge wegen den Fachbegriffen oder so machen, weil die kennen die englischen Studenten meistens auch nicht, die muss man halt einfach lernen. Finanzierung, ich war ja lange für BAföG zuständig, habe da viel mitgestaltet in Berlin. Hast du eine Finanzierung gehabt für dein Auslandssemester jetzt oder auch für das Studium in Cambridge? Also für das Studium in Cambridge habe ich ein Stipendium von der Studienstiftung und das hilft mir sehr. Und ich kriege auch noch ein Stipendium von meinem College in Cambridge. Und für das Auslandsjahr gibt es ja noch so einen Topf Geld für eben Erasmus-Studenten. Aber ich habe auch weiterhin das Stipendium von der Studienstiftung und Stipendium von meinem College bekommen können. Okay, also von daher kein BAföG, aber dafür andere Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, jetzt lässt du ja junge Menschen, andere Studierende, teilhaben an dem, wie du studierst und was du machst. Du hast zum Beispiel einfach stundenlang jetzt ein Video laufen, wie du lernst. Vor allem junge Frauen folgen dir, die interessiert ist. Woher glaubst du, kommt einmal dieses Interesse und was macht es für dich aus, das zu teilen? Oder wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt den anderen zu zeigen, wie du lernst? Ja, also ich habe einen YouTube-Kanal und ich habe da früher eigentlich nie solche Lernvideos drauf gemacht, sondern nur so Videos halt über mein Leben als Studentin. Und diese Lernvideos sind tatsächlich eher so ein Produkt der Corona-Zeit, weil man eben nicht mehr in die Büchereien gehen konnte. Und vielen Leuten fehlt eben diese Umgebung, wo halt jeder arbeitet. Und mir hat das auch sehr gefehlt. Und deswegen fand ich es halt sehr hilfreich, dann so eine Lern-Community im Internet zu haben. Also ist eine Lern-Community, also haben die dir zugeschaut oder habt ihr zusammen gelernt? Also die schauen mir zu, aber ich kann halt sehen, wie viele Leute in dem Stream sind und dadurch weiß man halt, es lernen jetzt gerade Leute mit einem zusammen und man hat eben immer so einen Terminkalender, also da muss ich kommen, es ist wie so eine große Lerngruppe. Zwingt dich auch ein bisschen halt. Dann. Ja. Ja, es gibt einem halt ein bisschen Struktur in dieser Online-Lehrezeit. Wie viele Leute gucken da so zu? Meistens sind es so 100 bis 200. Okay. Ja. Man könnte das, was du machst, weil du jetzt auch sehr viele Follower gewonnen hast, als Influencerin bezeichnen. Jetzt ist ja für meine Generation, die gucken ja auch den Talk, sowas, was man nicht so genau einordnen kann. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Influencer ist? Ja, so Influencerin. Ja, so Influencer sind also quasi einfach
ja, Personen, die eben ein gewisses Following im Internet haben und die halt eben Content zu bestimmten Themen machen und eben dann auch zu diesen Themen vielleicht auch mal Produkte oder so bewerben. Und die Idee ist halt, dass man eben mit dem Content die Leute quasi influenced, also ihnen vielleicht irgendwas gibt, was sie dann in ihrem Leben anwenden oder so. Ist auch eine gewisse Verantwortung, die man damit hat, weil du jetzt ja weißt, viele gucken jetzt auf dich, was machst du den ganzen Tag, orientieren sich an dir, versuchen das auch vielleicht nachzumachen oder du bist dann auch eine Art Vorbild. Wie ist dieses Gefühl, dieses Verantwortungsgefühl? Ist es schwierig, damit umzugehen oder belastet dich das nicht? Also ich finde, die Verantwortung hat man eigentlich so von einem Follower an. Also es ist unabhängig davon, ob ich jetzt 90.000 habe oder früher nur 5 hatte. Weil wenn man zum Beispiel ein Buch empfiehlt oder so, vielleicht sagt irgendeiner, hey, ich habe gerade mein Taschengeld gespart, ich kaufe mir jetzt dieses Buch, weil meine Lieblingsinfluencerin sagt, das ist toll. Und wenn man danach eigentlich keine Ahnung davon hatte und die ihr Geld verschwendet haben, dann finde ich, hat man dafür eine Verantwortung. Und ich finde, die Verantwortung hat man sofort. Was ist in deinem Video, das die meisten Leute angeschaut haben? Das ist ein Video, das heißt A Day in My Life as a Cambridge Law Student, wo ich halt einfach nur so einen Tag in meinem Leben an der Uni gezeigt habe. Ich glaube, es hat jetzt mittlerweile über 1,5 Millionen Klicks. Das ist halt unfassbar viel, ne? Träumt als Politiker davon. Also habe ich damals auch nicht erwartet gehabt. Man weiß nie, was irgendwie gut läuft als Content. Aber jetzt weiß ich eben, 1,5 Millionen Leute haben auch mal gesehen, wie ich direkt nach dem Aufstehen aussehe. Okay. Ist jetzt halt so, ne? Ja, du bist ja wirklich auch sehr persönlich auf deinen Videos. Einmal hast du auch so eine kleine Krise gehabt dann in Cambridge und hast da auch sehr emotional darüber berichtet. Das hat, glaube ich, auch ganz viele Follower gehabt. Kannst du da überhaupt noch reagieren auf die Reaktionen? Da schreiben ja dann auch ganz viele und nehmen da teil. Kann man dem da überhaupt gerecht werden? Ja, also es ist immer ein bisschen schwer, weil natürlich mache ich auch nicht nur Content auf einer Plattform. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Nachrichten und Kommentare auf verschiedenen Plattformen. Das häuft sich dann eben alles zusammen. Ich versuche immer halt einmal am Tag durch die Kommentare durchzugehen, so viele zu beantworten, wie ich kann. Aber was ich auch immer sage, ist, man kann mir immer eine Nachricht schreiben auf meinem Blog. Das kommt dann in mein E-Mail-Postfach und da dauert es dann vielleicht 2 bis 3 Tage, bis ich es beantworten kann. Aber da schreibe ich eigentlich immer zurück und da hat man halt Raum für längere Antworten. Ja, jetzt verdienst du ja sozusagen auch Geld mit diesem Dasein als Influencerin. Man hat ja auch dann als Werbebotschafterin auch durchaus, auch für Produkte. Das soll jetzt zum Teil auch eingeschränkt werden. Wie siehst du das? Oder wie ist es für dich auch, mal Dinge zu platzieren, jetzt also Product Placement zu machen? Ist das dann einfach eine Möglichkeit, ein Studio mitzufinanzieren? Oder wie siehst du diesen kommerziellen Aspekt auch auf YouTube oder Instagram? Also ich muss sagen, ich sehe es nicht wirklich als Job an und ich setze halt auch nie darauf, dass ich damit auch nur 1 Euro in einem Monat verdiene, weil es einfach sehr unberechenbar ist. Also man kann in einem Monat da halt echt mal gut Geld verdienen, aber im nächsten halt fast gar nichts, weil die Klicks halt einfach variieren. Und deswegen ist es für mich ein Hobby, das Geld geht auf ein anderes Konto und wenn ich halt was mal für meinen YouTube-Kanal oder so brauche, dann kann ich es davon finanzieren. Aber also als richtigen Nebenjob würde ich es einfach nicht sehen, weil es halt einfach so unkalkulierbar ist. Wie viel Zeit investierst du denn jeden Tag? Also ich habe jetzt mal gehört, du musst mindestens 15 Insta-Stories jeden Tag machen, so als Influencerin. Ist ja auch schon relativ viel Aufwand, dann mit Text und so weiter, wenn man es dann gut machen will. Ja, das ist so das Pi mal Daumen, so am besten 15. Meistens schaffe ich eher 5. Aber ja, also es hängt wirklich... Das ist ein Druck, ne? Jein, also für mich ist es halt so, dadurch, dass es ein Hobby geblieben ist, habe ich zum Glück den Druck rausnehmen können. Ich glaube, wenn ich halt jetzt gesagt hätte, ich brauche das, um mein Studium zu finanzieren, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Das Schöne ist, dadurch, dass es ein Hobby geblieben ist, kann ich halt auch mal sagen, hey, ich habe jetzt richtig viel zu tun in dieser Woche, dann gibt es halt kein Video oder so. Und dann schreiben ja schon die Follower schon und fragen, was ist los, geht's dir schlecht oder? Ja, das kommt manchmal, aber ich glaube, viele Leute wissen halt auch einfach, also am Ende vom Tag ist mein Studium meine erste Prio, nicht Social Media. Und das habe ich auch immer klar gemacht auf meinen Plattformen. Ja, jetzt sind wir hier in Stuttgart. Ist auch der Stuttgarter Steffeltest-Talk, mein Stuttgarter Steffeltest-Talk. Was verbindet dich denn noch mit Stuttgart? Du bist jetzt ja vielleicht auch schon gereist, warst in Cambridge, in Regensburg. Hier ist dein Zuhause. Was verbindest du mit Stuttgart? Und was fällt dir hier so ein bisschen auf, wenn du es mit anderen Städten vergleichst? Also natürlich meine Familie. Die wohnt immer noch hier und deswegen komme ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal zurück. Aber ich finde, Stuttgart hat auch einfach so eine gute Atmosphäre. Hier ist man gerne. Ich finde,
Ist sehr angenehm, durch die Stadt zu laufen. Ich fühle mich in Stuttgart einfach wohl. Ich gehe sehr gerne in die Staatsgalerie, da hängen meine Lieblingsbilder. Was ist dein Lieblingsbild? Ich kenne den Namen ehrlich gesagt nie. Was siehst du? Es hängt, also es ist eine Serie von Bildern, die nie fertiggestellt wurde. Und es geht um so Mythologie. Und das Bild, was mich damals fasziniert hat, war eine Frau, die an so einen Felsen gefesselt ist. Und da ist so ein... es ist ein Bild von einer Frau, die in so einen Felsen gefesselt ist. Es ist alles sehr dunkel und da ist so ein Seemonster. Und ich habe das damals gesehen, da war ich noch relativ klein das erste Mal. Und ich weiß noch, dieses Monster hat auf mich so realistisch gewirkt. Mhm. Es hat mich einfach so fasziniert und deswegen gehe ich immer wieder gerne hin. Guckst du dir immer wieder an tatsächlich dann. Und siehst natürlich dann auch andere Dinge. Ja, schön. Und jetzt, wann geht es zurück nach Cambridge dann? Vermutlich im September oder Oktober. Je nachdem eben, wie es dann mit der Einreise läuft. Und unproblematisch gerade, oder in England wird ja wieder jetzt Hochinzidenzgebiet, die Delta-Variante ist dort verbreitet, aber für dich jetzt kein Problem zurückzugehen. Es ist natürlich nicht schön, aber am Ende vom Tag, mein Studium muss ich beenden, deswegen muss ich halt eben zurück. Ich hoffe, dass sich die Lage noch etwas bessert bis dahin, aber das werden wir sehen. Ich wünsche dir alles Gute jedenfalls. Schön, dass du immer noch den Bezug zu Stuttgart hast. Viel Erfolg für dein Studium. Dankeschön. Für alles, was du als Influencerin tust. Toll, dass du auch diese Verantwortung siehst. Und in dem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Das war Elena Hand.